Teil 2, Endgegner gegen Röster. Das, was ich jetzt probieren werde, ist, einen ganz normalen Espresso erstmal zu ziehen, also diese Basisfunktionalität mal sehen, wie das denn so funktioniert, wie die Qualität ist, wie es irgendwie dann von den Einstellungen her ist. Das werde ich euch eben auch zeigen. Ich werde da auch, sag mal, relativ kritisch rangehen, weil dieses Gerät spielt in der 1600-Euro-Klasse. Und da ist der Erwartungsdruck natürlich auch entsprechend hoch. Und ich werde das mir ganz genau angucken. Hier nochmal ganz kurz zu den Einstellmöglichkeiten, die ich hier so habe. Wie gesagt, im ersten Schritt möchte ich einfach nur erstmal einen Espresso machen. Ich habe hier zum Testen unseren Eclipse mal genommen. Das ist ein sehr schöner italienisch geprägter Espresso. Den habe ich hier in die Mühle entsprechend reingegeben. Der wird hier einfach oben entsprechend befüllt, dieser Trichter hier. Wassertank ist so wie üblich bei diesen Gerätschaften hinten, den kann man auch entsprechend rausnehmen. Habe ich entsprechend voll gemacht. Und jetzt habe ich hier letztendlich die Möglichkeit, beispielsweise die Füllhöhe des Siebträgers letztendlich einzustellen, mittels dieses Drehknopfes hier. Da muss man sich ein bisschen rantasten, da steht auch einiges ganz gut erklärt in der Anleitung. Aber das ist mehr oder weniger erstmal die Füllhöhe, die ich hier im Siebträger habe. Da wird dann letztendlich gezeigt, wie hoch wird das Ganze eigentlich mit Kaffeemehl entsprechend gefüllt. Dann habe ich hier die Wahl, dass ich dann hier sage, okay, ich habe ein Doppelsieb, also möchte ich einen doppelten Espresso letztendlich ziehen. Dann habe ich hier die Möglichkeit, die Brühtemperatur einzustellen. Wie man das so sieht, wechselt das dann hier. Es wird alles hier im Display angezeigt. Von 1 bis 5 kann ich hier die Brühtemperatur einstellen. Was ich auch ganz wichtig finde, ich persönlich fange eigentlich immer gerne mit der höchsten Temperatur an, um einfach mal das Maximum entsprechend auch zu testen. Es gibt dann hier verschiedene Spülmöglichkeiten, die ich hier noch habe. Und auch hier im letzten Display sehe ich ja auch, sag mal, dass ich hier verschiedenste Einstellmöglichkeiten habe. Ich kann dann also auch hier vom Espresso angefangen, über einen Americano, über einen klassischen langen Kaffee, über den Flat White, über den Latte Macchiato, Cappuccino und das ist auch hochinteressant, es gibt Cold Brew. Also es gibt hier eine Cold Brew Funktionalität, also letztendlich kalter Kaffee. Das weiß ich nicht, ob man das braucht, aber ist halt, sag mal, der neueste Trend. Es gibt viele Maschinenhersteller, die mittlerweile diese Funktionalität anbieten. Ich werde jetzt aber erstmal ganz klassisch, wie angekündigt, mit dem Espresso mal anfangen. Und das, was man eben als erstes tun muss, man nimmt letztendlich, sag mal, den Siebträger und spannt den dann quasi, wie beim Siebträger eben auch, in die Mühle ein. Wie man schon gerade gesehen hat, sobald man den Siebträger einspannt, fängt die Mühle auch tatsächlich direkt an zu mahlen. Ich habe mich hier für einen Mahlgrad 3 entschieden, von 1 bis 8. Also 8 ist sehr grob und 1 ist das Feinste, was da eben zur Verfügung steht. Hat also direkt reingemahlt das Ganze. Jetzt habe ich hier diesen Hebel und kann jetzt mehr oder weniger den Tamperdruck einstellen. Das heißt, ich fange jetzt hier an zu tampern, übe jetzt hier einen Druck aus. So, das ist eine Skala oben drauf, presst das mal so weit fest, Hebel wieder zurück. Jetzt nehme ich den Siebträger aus der Mühle. Jetzt sieht man schon, das hat ja eigentlich ganz gut getampert, das Ganze. Die Füllmenge gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Und das, was wir jetzt tun, wir spannen das jetzt mal ein in den Siebträger. Hier besteht dann jetzt nochmal die Möglichkeit, ein solches Gitter hier runter zu klappen, um dann, sag ich mal, Platz zu haben für zwei Espresso-Tassen, die ich da so drunter packe. Und dann kann ich einfach sagen, jawohl, jetzt möchte ich gerne Espresso beziehen. Dann gibt es eine Präinfusion. So, jetzt ist der Bezug letztendlich abgeschlossen. Das, was mir hier auffällt, ist, sag mal, dass es hier keinen Timer gibt, der letztendlich die Extraktionszeit angibt. Das hätte ich mir tatsächlich gewünscht, weil so kann ich eben schauen, sag mal, passt das denn von den Einstellungen her, weil wir reden ja immer von diesen 25 Sekunden und 25 Milliliter. Und das ist eigentlich eine Funktionalität, die mir hier noch fehlt, beziehungsweise die ich noch nicht gefunden habe. So, wie man so sieht, die Crema ist tatsächlich auch ganz schön geworden von dem Eclipse, den wir da verwendet haben. Ich werde ihn mal probieren.
Die Trinktemperatur ist so, wie ich sie mir wünsche. Die ist gut warm, so wie es eben sein soll. Hat er gut extrahiert. Wie gesagt, das ist der Eclipse passt eigentlich auch super gut zu dieser Maschine. Macht einen schönen klassischen italienischen Espresso. Und sag mal, diesen Test hat er auf jeden Fall schon mal bestanden. Aber wie ich euch ja schon gesagt habe, das Ding hat eine solche Vielzahl von Möglichkeiten und Einstellmöglichkeiten, die man, sag ich mal, in diesem Format gar nicht letztendlich darstellen kann, so umfangreich. Und deswegen dann nochmal die Bitte, wenn ihr Interesse habt, sag ich mal, ein wirkliches spezifisches Maschinentutorial zu bekommen, schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich werde sehen, wie ich das am besten realisieren kann.